Hallo ihr Lieben, ich habe ja schon angekündigt, die Tomaten sind irgendwann dran und ich wollte die Steine recyceln, die ich euch in der letzten Folge gezeigt habe. Da gehe ich heute bei, ist fällig. Muss ich natürlich beim Schrebergarten darauf achten, dass ich an den Zaun reinkomme, damit ich ihn frei halten kann. Der Zaun hinter mir ist natürlich noch recht wüst und auch noch nicht, ich sag mal, präpariert oder neu aufgezogen. Da ist es irgendwann anders dran bei mir und ich lege einfach mal los. So, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt keine waagerechte oder so gemacht. Ich werde jetzt irgendwie noch versuchen, ein bisschen Grasboden zu entfernen. Und dann werde ich das Ganze mit Erde aufschütten. Viel mehr wird da nicht gemacht und dann kommen da die Tomatenpflanzen rein. So, wie ihr sehen könnt, zwei Ladungen Erde, kommt noch mal eine halbe oben drauf, damit auch genug Erde ist. Ich habe auch so ein bisschen die Erde, die jetzt hier war, zwischen den Fugen verteilt, damit da ein bisschen Grasboden nachwachsen können, beziehungsweise Quieke, was auch immer da Platz finden möchte. Das wird das Ganze stabilisieren. Ich habe jetzt auch nicht gerade und jetzt auch waagerecht oder so geachtet. Es soll ein bisschen wilder aussehen. Ich bin ja ein Freigeist, wie ihr wisst, und damit möchte ich euch anstecken. Brecht aus euren Bahnen aus. Weiter geht's. Sehen konntet, sind die Dinger krumm und tief, sind natürlich irgendwie Richtung Sonne gewachsen und ich habe die sowieso ein Stück tiefer gesetzt. Ich habe den Tipp in meinen Kommentaren bekommen, die tiefer zu setzen, dann ist das Ganze stabiler. Das probiere ich jetzt aus. Beim anderen Tomatenkasten habe ich das ignoriert, jetzt werde ich es machen. Vielen Dank für den Tipp, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. So, ganz genau werde ich bei den anderen beiden Mini-Hochbeeten verfahren für die Tomaten. Und dann bin ich mal gespannt, was aus der ganzen Geschichte wird. Das sind übrigens alles schwarze Tomaten. Habe ich noch nie probiert. Wenn die was werden, bin ich gespannt auf den Geschmack. Ja, und wie ihr sehen könnt, die Ziegel, die ich aus dem Boden ausgegraben habe, werden recycelt, abgecycelt, wie auch immer man das nennen möchte. Ach so, das Mulchen nicht vergessen. Ich habe super gute Erfahrungen gemacht beim Tomatenkasten. Und das will ich auch so weiterführen. So, ich habe jetzt die unteren Triebeblätter abgemacht, damit die Tomatenpflanzen nicht irgendwie krankheitsmäßig was einfangen. Staunässe, wie auch immer, die mögen das auf jeden Fall nicht. Die Tipps habe ich angenommen. Und das läuft ganz gut. Ich finde, das sieht schick aus.
So, wie ihr sehen könnt, zeige ich euch doch schon die Ranghilfe. Sie ist natürlich keine 2 Meter groß oder so, aber ich werde das jetzt auch nicht so ja, extrem ausgeizen, dass jetzt alles wirklich in die Höhe schießt, sondern werde da das um dieses um die Ranghilfe ist übrigens Korkenzieher Haselnuss, werde ich natürlich alles so gestalten, dass sich da dran das Ganze hochwächst. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Wie ihr sehen könnt, das Ding ist fertig. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und konnte euch inspirieren. Brecht aus euren Bahnen aus. Das ist ja das, was ich ganz gerne auch anstecken möchte und anstupsen möchte. Ich denke, mit dem Korkenzieher Haselnuss ist mir jetzt ganz gut gelungen, die Geschichte mal anders zu gestalten. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Lars.